Das Zeitalter der Desillusionierung und des Verfalls ist vorbei. Ich war bisher noch nie Zeuge einer Massenexekution per Telepathie gewesen. Aber heute haben die wenigen übrig gebliebenen unserer Gesellschaft ihre Enttäuschung und Verzweiflung kundgetan. Sie haben den Obersten des Ältestenrates für ineffizient befunden und seine Amtsperiode auf abrupte Weise vorzeitig beendet. Unsere Lage ist äußerst ernst. Auf dem Mars ist kein Leben mehr möglich. Alle Bemühungen, die Biosphäre zu erhalten, waren vergeblich. Der Grundwasserspiegel und die Temperaturen sinken Jahr für Jahr und unsere Bevölkerungszahlen ebenso. Die einzig konsequente Verfahrensweise ist die Eroberung und Besetzung unseres jüngeren, der Sonne näheren Nachbarplaneten, der Erde. Auf der Erde wimmelt es vor Leben und Rohstoffe sind reichlich vorhanden. Die Umwelt wird uns unwörtlich vorkommen, aber das ist kein Hinderungsgrund. Ein Problem stellen natürlich die Menschen dar. Sie haben zwar eine primitive Intelligenz entwickelt, doch ist ihre Gesellschaft auf fortwährende Eroberung und Konflikt ausgelegt. Ein schneller Angriff auf ihr gesellschaftliches und wirtschaftliches Herz dürfte jeden weiteren Widerstand von Bedeutung verhindern. Die ausgearbeiteten Strategien für diesen Angriff werden bereits in die Tat umgesetzt. Ein Wasserstoffbeschleuniger großen Ausmaßes wird gebaut. Von ihm aus werden Transportpods gestartet, die unsere Streitkräfte tragen. Unsere Vernichtungswaffen haben wir seit über 5000 Jahren nicht mehr benutzt. Aber die gegenwärtigen Technologien werden modifiziert und dürften ausreichen, um die unterlegenen menschlichen Verteidigungskräfte zu besiegen. Der 10. Pod ist gestartet. Da die Pods im Zyklus von einem Erdtag gestartet sind, ist der 1. bereits eingetroffen und fährt nun mit der Invasion fort. Die Verbindung zum 1. Pod wurde wiederhergestellt. Ich habe leider eine schlechte Nachricht. Der Angriff hat sich als Fehleinschätzung herausgestellt. Der Eintritt in die Erdatmosphäre verlief ohne besondere Vorkommnisse. Aber die Wucht des Aufpralls und die viel höhere Schwerkraft führten zu Verwirrung. Ich öffnete die Abdeckungen. Um uns hatten sich viele Menschen versammelt und durch die Nähe dieser scheußlichen Kreaturen wurde ich mir unserer Angreifbarkeit bewusst. Also säuberte ich das Gebiet. Wir machten uns sofort daran, die Waffensysteme aufzubauen. Und fuhren dann mit dem Angriff auf die Menschenverbände in unserer Nähe fort. Wir haben viele von ihnen vernichtet, aber obwohl ihre Waffensysteme primitiv sind, haben wir sehr unterschätzt, wie stark sie zahlenmäßig sind. Ein Erfolg ist nicht mehr gewährleistet. Ich glaube nicht, dass wir... Was ist passiert? Die Verbindung ist abgebrochen. Vielleicht wurde der Pod zerstört. Das ist inakzeptabel. Die Menschen müssen doch mächtiger sein, als wir dachten. Eine gegen Angriff besser geschützte Operationszentrale soll aufgebaut werden, von der aus unsere Verbände koordiniert werden. Alle Pods müssen an einen sicheren Landeplatz umgeleitet werden. Verstanden.